So, ja. Dann können wir mal anfangen. Hallo. Lamotti war aus am Start und die Open Beta. Oder Destiny ist jetzt als Open Beta verfügbar. Und haben wir gedacht, kann man ja mal gut anzocken. Thomas ist schon in der Charakterauswahl. Ja, eben noch nicht. Noch nicht. Weil ich What? erwarten muss. Okay. Wie gesagt, also ich will Titan sein, dann bist du besser was anderes. Sonst ist Was er kann der irgendwie. Titan denn so? Hier steht er doch. Du bist eine gepanzerte Kriegsmaschine. Kontrolliere jede Schlacht mit Kraft und Strategie. Strategie. Warte. Und dann so Stürmer. Schlag mit den Fäusten nach unten und löse Feinde in der Nähe in einem Mahlstrom Akkus minus Licht auf. Dann irgendwann noch was ab Level 15, aber ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Ja, Also also der kann irgendwie das. auf den Boden hauen und macht dann wahrscheinlich irgend so eine krasse Scheiße. So, Also das du willst will. Titan sein oder Ja. was? Ganz Dinger. Ja, dann nehme ich hier mal den in der Mitte. Da habe ich mir irgendwie gedacht. Geht doch gar nicht. Oh, sorry. Da, was bin ich denn? Oh, das kann ich erstmal customizen. Race. Weiblich, männlich. Männlich. Erwachte, weiblich. Ach so, lol. Oh, Exo. What the fuck? Es gibt sogar weiblichen Roboter, Was ist what? das? Das ist doch dumm. Ich bin ein Roboter. Gibt es auch sogar noch Er verschiedene sieht, der Gesicht. Erwachte sieht bei mir aus wie aus World of Warcraft oder so eine Scheiße. Was ist denn hier mal ein schönes Gesicht? Oh, jetzt sieht das anders aus. Oh, ich bin der Erwachte jetzt. Okay, ich bin der Erwachte. Männlicher. Weil er blau ist. Ha, kapiert. Ja. Oh boy. Junge, muss kantiges Gesicht haben, Hautfarbe. Ah, ich glaube, das ist ganz gut. Lila. Hä? Weiß, wird Gold, yeah. Hey, hallo, ich wollte noch aufs Gesicht. Was? Ah, ich habe einen weißen Roboter. Mund. Ach so, das ist da Lippenfarbe. hinten. Au. Gut, dass man bei dem überhaupt keine Augen Okay, sieht. ich glaube, ich wechsle doch auf Mensch. Bin ich schwarz? Oh, jetzt hat er so einen auf dem Gesicht. What the fuck? Okay. So kleine Nadeln. Ich hab Lippenstift. Als Mann. Ja. Aber geil. Nehme ich. Was kann ich da noch? Augenfarbe. Ich hab gelbe Augen. Sowas. Ist alles. Ja, beim Roboter ist alles irgendwie nicht so geil. Ich hab gelbe Augen Ah, dazu. das hier geht. Haare. Mango. Boah, ich mach mir jetzt einen Obermongo, ey. Ey! Boah, Alter, das, wenn du hier einmal raus bist, ne, zu weit draußen, dann geht er sofort weg. Schließt sich das ganze Menü. Kannst du sogar noch so ein Tattoo-Gedöns drauf machen? Weiß ich, Aha. die Justin Bieber-Scheiße gibt's ja auch. Frisur. Frauenfrisuren für Männer. Ey, ich nehm die Haarfarbe. Habe ich den noch nicht? Lila. Hab jetzt schon auf Finish gedrückt. Ja, warte doch mal, ich bin doch nicht fertig. Ja, wir müssen ja sowieso dann zusammen erstmal irgendwie eine Grau. Lobby finden oder so. Ich hab graue Haare. Soll das grau sein? Was, oder was ist das? Oder das? Oder das? Ah, egal, ist grau. Was ist das denn hier noch? Mal. What the fuck? Ich kann mir Sachen ins Gesicht schmieren. Mit so Scheiße. Lecker. Bei dem einen war ich nicht Klötze. Nehme den Klötzeweiner. Und das ist rot. Ja! Yeah! Abschließen oder was?
Jo. Alert. Irgendwas. Gibt erstmal ein schönes Intro-Video. Boah, muss ich jetzt leise sein? Nö. Zeigst du denen das nicht? Ein Asshole. Ja, das ist ja jetzt so Musik, da labern die ja nicht. Wenn das irgendwie Cutscenes sind, wo die labern dann? Es ist überhaupt keine Cutscene. Sondern? Ist ja eine, Mann. Ja, aber da labern die ja nicht. Ja, noch nicht, weil du noch niemanden siehst. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, ein Planet. Siehst du? Nein, das ist nur Musik, die so... Wow. Ich weiß nicht, wo du bist. Bei mir ist ja gerade gelandet. The Planet Mars, present day, steht da gerade. Bis gleich nochmal auf Chinesisch. We called it the Traveler. And its arrival changed us forever. Ist ja doch leise. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. Ich meine aber, das ist das Video von der E3. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began. This darkness found us. Destiny. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Okay, jetzt ist das gerade bei mir vorbei. Ich nicht. Ja, wie gesagt, das ist... Haben die jetzt so Open Beta gemacht, das wird auch wahrscheinlich heute die einzige Aufnahmesession sein. Mal gucken, wie lange wir Bock haben. Oder eher, wie lange Thomas Bock hat. Und dort laden wir das einfach mal hoch. Facecam ist einfach ein Experiment, mal gucken, wie das ankommt. Wenn alle so sehen, dass das fette Kind Dennis davor sitzt und alle dann sowieso weggehen. Und wir dann 0 und minus 1 Aufrufe haben, so, dann lasse ich die weg. But. Ich sehe Ingame-Grafiken und da kommt der Große. Ist ja nochmal, ich dachte, das ist schon fertig. Ja, das ist voll lange gerade. Kosmodrom. Mal Russland. Oh, böse Aliens. Is it possible? There you are. Guardian? Eyes up, Guardian. It worked. You're alive. You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. This is fallen territory. We aren't safe here. I have to get you to the city. Hold still. Don't worry, I'm still with you. We need to move, fast. Dieser Ghost erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Portal.
Da gibt's ja in Portal 2 diesen, wie heißt er noch? Und der Synchronsprecher in der englischen Fassung davon ist Peter Dinklage. Also, das ist ein Schauspieler. Also, so ein Zwerg kann man den nennen. Und der hat halt in Game of Thrones auch mitgespielt. Aber das guckst du ja leider nicht. Nö. I didn't bring you back just for you to die again. We have to move. Mal kurz hier die Sensitivität und so was einstellen. Gucken. Screen Bounce. You can hear me, right? We are going to die out here. I need you to trust me on this. We'll be safe inside. Muss man hier jetzt die erste Mission absolvieren allein oder was und dann kann man zusammen? Ja, danke schön. Tutorial-Mission. Okay, I need to find you a weapon before the Fallen find us. Okay, wir brauchen erstmal eine Waffe. Laufen, 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 laufen. Wohin? Dahin? Okay, man hat ja auch ein Inventar. Warte mal kurz. Ah, ich kann ja nicht beitreten. Ich bin im Solo-Modus, okay. Kann man das irgendwie umstellen? Nee, ich bin auch noch. Ich bin noch nicht mehr so weit. Serverbindung nicht möglich. Netzwerkfunktion für diese Anwendung konnte nicht verwendet werden. Was? Wo ist das denn gerade aufgetreten? Oben rechts, auf PlayStation. Oh, mega dunkel. Jetzt erstmal die Mission hier. Alter, ist mega dunkel. Ich seh nichts. Komm hier wieder, du machst mir Licht. Stern über Bethlehem. Oh, ich seh jetzt auch. Oh, what the fuck? Jetzt hat er Licht gemacht. Aber ich habe keine Waffe. What? Oh, jetzt hat das bei mir auch. Ja. Oh, hier sind Viecher. Wo soll ich denn? Ja. Wo? Ach, dankeschön. Ah, ich habe eine Waffe. Hammer geil. Alter, das Quietschen ist hammer nervig am Controller. Hab ich nicht, ich hab das über dem einen, aber den habe ich nicht genommen. Ah, das sind Gegners. Die ersten Gegners. Und oh, weg. Oh. Bam, 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 bam. Hört das so ein bisschen bei dir, ne? Weißt du. Ja, dann mach ich das nochmal ein bisschen leiser. So. Boah. Alter, ich hab dir voll ins Gesicht geschlagen, ey. Voll in die Fresse, Junge. Ey, eins zum Nahkampf, okay. Ja, dann machst du das jetzt auch. Ja. Also es erinnert mich das Spiel auch verdammt irgendwie an Borderlands. Ja, aber nur weil der Lebensanzeige und so ist. Und da steht, wie viel Schaden du den machst. Ja, aber ich glaube auch mit dem ganzen Loot- und Skillsystem so ein bisschen. Welchen Loot? Ich hab noch keinen Loot. Ja, es gibt ja auch so Waffenkästen oder was auch immer. Ja, ich habe gerade einen gefunden. Was ist das denn? What? Duck ich mich. Swap your, to your special weapon. Okay. Ducken. Wow. Kann ich ja gar nichts anfangen. Oh nein, der kommt aus dem Boden. Muss man sich jetzt mal ein bisschen an die Steuerung auch gewöhnen. Aber nur ein bisschen. Ist ja trotzdem noch recht intuitiv irgendwie. Was ist intuitiv? Die Steuerung. Also intuitiv.
Ja, wenn man irgendeinen Shooter auf der PS4 schon gezockt hat, dann sollte man das hier auch schon so halbwegs. Ja, aber das ist nicht. Ich würde es standardmäßig nehmen. Ich. Wo werfe ich den Granaten? Oder kommt das wahrscheinlich gleich noch? Mega viel Geballer, ich habe jetzt noch nicht so den Sinn hinter verstanden. Ja. Ich glaube, das ist erstmal ein Tutorial-Level, ist immer so. Aber man muss sagen, das sieht eigentlich verdammt gut aus und dir läuft butterweich. Ja. Ja, butterweich vermutlich, weil es auch 60 Frames pro Sekunde hat. Das wird wahrscheinlich stimmen. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Okay, wo muss ich hin? Ah, da geht eine Tür rechts rein. Oh, geil. This was an old Cosmodrome. Na, fettes Areal. Und es ist Nacht. Und da wird irgendeine Flare oder so abgeschossen. Incoming. Nur Schiffe. Also das merkt man noch, dass es von den Machern von Halo ist irgendwie. Bisschen, ja. Ich glaube, du hast du Halo eigentlich mal gezockt? Also ich weiß, dass wir, wo ich Halo 4 hier hatte, dass wir da mal Splitscreen gezockt haben oder so. Aber viel mehr hast du, glaube ich, auch gar nicht, oder? Nö, nur so. Splitscreen bei anderen und dir und so. Oh nein, mein Schild ist weg. Ah, schön, erstmal nicht getroffen. Hey, Headshot! Treff die hier nicht. Außer das mit dem Nahkampf, das ist irgendwie anders gemacht. Ich glaube aber, dass hier gibt es ja einmal halt das Koop-mäßige, was wir halt spielen, was jetzt auch in der Open Beta nur zur Verfügung ist. Und dann gab es halt in der Closed Beta gab es halt auch den Multiplayer-Modus. Und in Halo war das ja so, da hat man meistens online erst für ihn kurz angeschossen und dann gemessert. Und von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe, das sah auch verdammt so aus. Also ich sehe da jetzt nicht so eine Differenz. Du kannst sie auch mit einem Schlag alle hier töten. Ja, das kommt aber auch, weil die alle auf dem gleichen Level sind. What? Ah, was ist das? Ah, what? Level up! Yeah! Okay. Finde das Schiff. Komm her, du, dich messer ich. Junge, Level Up ist aber kacke. Okay, mal weiter durch hier. Oh, da sind schon wieder welche. Ist das oben die Anzeige eigentlich der Schild? Und gibt es hier irgendwie noch eine Lebensanzeige? Oder sehe ich das einfach nur gerade nicht? Da oben ist auch deine Lebensanzeige, oder nicht? Ja, aber ist das denn nur der Schild, oder ist das alles? Und Gesundheit. Oh, was hättest du aus? Ich werde abgeschossen. Keine Ahnung. Ich kann gar nicht. Voll die vielen Enemies bei dem Schiff. Ich wollte gerade eine Verbesserung machen, aber irgendwie wurde ich dann gestört. Ach so, und ich muss auch dazu sagen, dass ich mit der, also ich könnte theoretisch mit der Elgato auch in 1080p aufnehmen, aber dann ist das Audio total asynchron an der Spur selbst und das ist ja ein weit verbreitetes Problem bei der Elgato und deswegen nehme ich jetzt in 720p auf, aber dafür ist halt das Audio immer synchron. Da muss ich nichts nachsynchronisieren. Also wäre natürlich Obert hätte, wenn man das jetzt mal, wenn man die PS4 mal ausnutzen kann und... Also ich meine, könnte ich ja, aber bin ich viel zu faul, das dann immer nachsynchronisieren. Nachzusynchronisieren, so. Okay, Cutscene. Oder was auch immer. Oder es lädt. Ja, Cutscene.
It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Going to break orbit. It just might get us to the city. Now, about that transman. Bringing you in. We can come back for them when you're ready. Let's get you home. Okay, Mission war anscheinend vorbei. Hab jetzt mal weitergemacht. Mal gucken, ob ich dann irgendwie dann gleich mit dir ins Spiel kommen kann. Ja.